Hallo ihr fantastischen Menschen da draußen, willkommen zu einer neuen Folge und heute möchte ich euch mal wieder ein Deluxe Gameboy Homebrew Spiel vorstellen und zwar Shapeshifter von Green Boy Games. Ich habe ja vor einigen Wochen schon von denen das Projekt Where is my Buddy vorgestellt, was bei euch auch auf ein paar Kritikpunkte gestoßen ist. Vor allen Dingen ist es halt so, dass man Spiele von diesem Anbieter wirklich nur physisch kaufen kann. Und da natürlich da entsprechende Grundkosten entstehen, kostet da halt ein Spiel 49 Euro. Dafür bekommt man halt eine ganz normale OVP mit dem Spiel auf einem Modul und natürlich ein Handbuch und so weiter. Und Where is my Buddy hat halt ungefähr eine Spielzeit von, sagen wir mal, so ungefähr 70 Minuten. Wenn ihr ein bisschen euch klüger anstellt als ich und nicht ganz so doof seid, schafft ihr das auch locker in 60 Minuten. Und da haben natürlich einige von euch gesagt, hey, cooles Spiel, aber knapp 50 Euro für eine Stunde Spielzeit, das ist mir denn doch etwas zu hoch. Und die ROM-Datei, die kann man so getrennt leider nicht für einen Fünfer oder sowas kaufen. Das ist natürlich schade, aber da muss man natürlich bei dem Programmierer und Hersteller natürlich auch den Wunsch respektieren. Die sagen eindeutig, hey, das soll wirklich auf einem normalen Gameboy gespielt werden. Ich möchte das hier wirklich nur aus physischer Version herausbringen. Und das kann man und muss man natürlich auch respektieren entsprechend. Wenn ihr euch allerdings die physische Version kauft, dann könnt ihr euch auch die ROM-Datei besorgen. Das heißt, wenn ihr die euch gekauft habt, das seht ihr auch auf der Webseite, verlinke ich euch natürlich unten, Greenboy Games. Und dann kriegt ihr auch die ROM-Datei zugeschickt, wenn ihr ihnen nochmal eine kurze E-Mail schreibt, auf das Kontaktformular bei dem dort benutzen. Und diese Kritikpunkte standen halt bei einigen so ein bisschen im Weg bei Where is my Buddy. Und jetzt kommt bald am 15. Juli, ab dann wird es ausgeliefert, das neue Spiel The Shapeshifter raus. Und das macht sich so ein bisschen an, etwas ambitionierter zu sein und auch diesen einen großen Kritikpunkt auch auszubügeln. Denn es ist so ungefähr 4 Stunden, ein bisschen länger als 4 Stunden lang. Ich habe es aber noch nicht durchgespielt, deswegen muss ich mich hier auf die Angaben des Herstellers, sage ich mal, verlassen. Ich habe von dem auf jeden Fall die ROM-Datei jetzt im Voraus schon mal zugeschickt bekommen. Und ich habe mich entschlossen, bevor ich jetzt diese physische Version in den Händen habe und euch zeige, was da alles dabei ist, möchte euch das Spiel jetzt schon vorstellen, weil in der letzten Zeit habe ich ja öfter mal euch mein Spiel vorgestellt. Und weil ich das immer so ein, zwei Wochen im Voraus produziere, war es dann quasi ausverkauft, als das Video erschienen ist. Deswegen will ich das jetzt halt noch vorher machen. Ihr könnt das Spiel Stand jetzt zumindest noch auf jeden Fall vorbestellen. Wenn euch das gefällt, was ihr hier gleich sehen werdet, dann könnt ihr das natürlich gerne zuschlagen. Es gibt da noch ein paar Besonderheiten dabei. Ich nehme an, die Qualität wird so sein wie bei Where is my Buddy. Da habe ich ja euch ja die OVP ausgepackt und vorgestellt. Verlinke ich euch oben natürlich das Video, dass ihr euch da reinschauen könnt. Hier bekommt ihr sogar noch etwas mehr. Und zwar hat das Spiel noch eine kleine Kuriosität. Und zwar hat das ein Kopierschutz und es ist ein Kopierschutzrad mit dabei. Ist natürlich eher als Gimmick zu vergleichen. Mir fällt zumindest kein Gameboy-Spiel ein aus dem Kopf, was so einen Kopierschutz hat. Ist natürlich eine Hommage an Monkey Island zum Beispiel. Die hatten ja dieses Style a Pirate Kopierschutz-Dings. Finde ich eine nette Idee. Da ist so ein kleiner Pocket Guide dabei, neben dem Handbuch und dem Modul natürlich. Blende ich euch hier mal ein, wie das alles aussehen wird. Wie gesagt, wird ab dem 15. Juli 2021 ausgeliefert und es ist auch schon ein Nachfolger in Planung und in Arbeit. Wer den Herr Programmierer auf Twitter folgt, sieht da schon ein paar Screenshots, sieht auch sehr, sehr geil aus. Aber ich habe euch jetzt genug zugelabert. Ich möchte euch jetzt das Spiel zeigen, zeige euch kurz meinen Anfang und dann mal ein bisschen weiter reingespielt, damit ihr mal seht, was das Spiel ist. Allgemein muss ich sagen, das Spiel hat für mich einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht, aber macht euch mal eine eigene Meinung. Wie besprochen, das hier ist jetzt der Anfang des Spiels. Ich will euch so wenig wie möglich spoilern, aber euch natürlich ein bisschen zeigen, wie das Spiel funktioniert. Ihr seht schon, grafisch ist es sehr, sehr schön aufgemacht und da gibt es auch sehr schöne bildschirmfüllende Eventzeichnungen, sage ich mal, wenn ihr auf irgendwas Spezielles stoßt und so weiter. Das Spiel ist natürlich ein Adventure, ähnlich wie bei Where is my Buddy, mit einem kleinen Kniff. Und zwar müsst ihr hier nicht nur einfach Rätsel lösen, sondern, wie der Name schon andeutet, ne, Shapeshifter, also Gestaltenwandler, sage ich mal so auf Deutsch grob übersetzt,
könnt ihr euch später in verschiedene Tiere verwandeln. Ne? Da seht ihr ein Tier, was da rumläuft, ihr berührt es und verwandelt euch in dieses Tier. Und dann könnt ihr euch vorstellen natürlich, die haben verschiedene Eigenschaften und mit Hilfe dieser Eigenschaften könnt ihr dann halt die diversen Rätsel lösen. Wie zum Beispiel, oh, eine Raupe. Ihr verwandelt euch in eine Raupe, habt natürlich gewisse Nachteile dadurch, ihr bewegt euch etwas langsamer, seid kleiner und so weiter. Ihr könnt aber dadurch die Lücke durch. Ne? Also so ist das Spiel aufgebaut und so sind die Level gemacht. Und die Grundgeschichte ist, ihr wacht halt nachts bei eurem Campingausflug auf. Und ihr hört irgendwas, ne? Und dann, da schreit irgendwer nach Hilfe, scheint aus dem Brunnen zu kommen. Da gucken wir einfach mal nach. Und ihr werdet sehen, da ist ein kleiner Gnom, ne? Der gerne gerettet werden muss. Und zwar mit einem Seil. Dann ist unsere erste Aufgabe natürlich klar, wo finden wir ein Seil? Und ihr seht schon, da laufen die Tiere rum, also ein Hasen, wenn ihr sie erreicht, könnt ihr euch alles verwandeln. Frösche gibt es zum Beispiel, da könnt ihr natürlich dann später nochmal kleine Rätsel lösen, dass ihr auch die berühren könnt. Und wir gucken mal die Gegend. Wie ich finde, im Vergleich zu erstmal Buddy, ist die Grafik nochmal wesentlich schöner gestaltet und auch die Musik ist besser. Musik ist natürlich immer etwas Geschmackssache, aber das war bei mir auch so ein bisschen der Kritikpunkt an Where's My Buddy. Also wie ihr seht, ich vergleiche jetzt diese Spiele, weil die anderen Spiele von dem Hersteller habe ich leider bisher nicht gespielt, weil die auch immer ausverkauft waren. Und die Musik war doch sehr eintönig. Hier geht's allerdings. Ne? Ihr seht zum Beispiel, hier sind welche am Arbeiten und da muss man sich natürlich entsprechend umfragen. Die haben auf jeden Fall eventuell ein Seil. Wir fragen danach. Nein, hat er leider nicht. Und die Welt, zumindest das, was ich gesehen habe, ist jetzt schon wesentlich größer. Wie gesagt, ich habe so ungefähr 90 Minuten reingespielt. Ich bin wahrscheinlich auch nicht so weit gekommen, wie man normalerweise vielleicht bei 90 Minuten sein muss, weil ich so ein bisschen auch ein bisschen mal auf den Schlauch stand, sage ich mal, was die Rätsellösung angeht. Hier haben wir dann einen Elfenbaum. Ihr seht da gleich den kleinen Eingang, der wird dann später wichtig werden. Und die Laufwege sind hier und da vielleicht etwas länger, als man vielleicht vermuten mag. Aber ich denke mal, das wurde jetzt einfach gemacht, um so ein bisschen eine Größe der Welt zu suggerieren. Ist natürlich Geschmackssache, die Laufwege sind zumindest das, was ich bisher gespielt habe, ne, das ist immer alles unter Vorbehalt, sehr, sehr lang. Wie ihr seht, hier passiert jetzt nicht viel. Hier ist eine Mühle. Ist aber irgendwie geschlossen. Okay, was machen wir? Gucken wir einfach mal weiter. Das sind natürlich jetzt alles Bereiche, die wir später auch für Rätsellösungen und sowas noch brauchen. Also es ist nicht nur alles jetzt komplett umsonst. So. Und hier haben wir ein Seil. Nur, das ist irgendwie da festgebunden. Und ein starkes Seil, ne, der Knoten ist irgendwie, ihr kennt es ja selber, wenn Knoten so festgesucht sind, kriegt ihr nicht gelöst. Also ist natürlich unsere erste Aufgabe, okay, Seil haben wir gefunden, jetzt müssen wir es nur irgendwie lösen. Das zeige ich euch aber nicht, ich gehe jetzt mal ein bisschen weiter in das Gameplay rein, um euch mal diese Verwandlungsfähigkeit zu zeigen, was ja im Prinzip das Kernfeature dieses Spiels ist. So, hier sind wir also etwas weiter ins Spiel. Ich würde sagen, so ungefähr eine halbe Stunde Spielzeit. Und wie ihr seht, sind auch hier die Hintergründe super schön gestaltet, so kleine Details. Hier war, ich will nicht groß spoilern, aber das hat da vorher nicht gebrannt. Sagen wir es mal so, und das konnte man auch entsprechend sehen. Hier seht ihr ein paar Angelschnüre und hier haben wir eine Schildkröte. Also berühren wir die, ne? Ne, Moment. Wenn ich die jetzt berühren würde. Ja, wir möchten sie anfassen. Und dann seht ihr, das ist so ganz sympathisch gemacht. Wenn ihr euch in ein Tier verwandeln solltet, dann ist das hier quasi mit so Sammelkartenmäßig gemacht, wo nochmal kurz dann steht, hey, das, was sind eure Fähigkeiten? Zum Beispiel hier, ne? Die Schildkröte kann an Land und auf Wasser sich bewegen. Weil ihr könnt normalerweise nicht schwimmen. Und ihr seht, Wasser, gerade konnten wir da nicht rein. Zack. Kommen wir da rein
Und auch hier wird dann so ein bisschen in Unterwasserszenen, was ich eine super nette Idee finde, auch so ein bisschen das Spielprinzip geändert. Nämlich passend dazu ist es jetzt ja ein klassisches Schwimmlevel, nenne ich das mal. Wobei es jetzt nicht steuerungsmäßig jetzt hier viel anders ist. Also ihr müsst jetzt hier nicht groß schwimmen, weil ihr seid natürlich eine Schildkröte, also seid ihr Schwimmprofis. Deswegen müsst ihr jetzt nicht wie in vielen anderen Spielen, wo Unterwasserlevel ja schon mal sehr problematisch sind, sagen wir es mal so. Muss nicht sein, aber ist leider oft so. Könnt ihr hier sehr gut durchnavigieren und auch so euch dann halt entsprechend neue Gebiete erschließen. Finde ich eine nette Idee und auch hier, das Spiel beeindruckt mich grafisch wirklich. Also diese einzelnen Gebiete ist alles super liebevoll gestaltet und ich freue mich schon, das auch nochmal auf meinen normalen Gameboy spielen zu dürfen. Da sieht das wahrscheinlich nochmal ein bisschen schöner und noch wertiger aus als hier auf den Emulator, was ich jetzt momentan mache. Kann ich euch wirklich nur empfehlen, dieses Spiel. Und wie ihr seht, hier können wir dann uns in eine Spinne. Also. Stimmt. Ihr könnt euch, habe ich vergessen zu sagen, ihr könnt euch jetzt nicht auf Knopfdruck zurückverwandeln. Aber das Gute ist, man kann hier nicht sterben, zumindest ist mir das noch nicht untergekommen. Und zwar ist das nämlich diese Funktion, von der Logik des Spiels her, wenn ihr in Panik geratet, dann verwandelt ihr euch automatisch in einen Menschen zurück. Das heißt, wenn ihr quasi eigentlich gerade am Sterben seid, zum Beispiel, nennt ihr das klassische Beispiel, ihr verwandelt euch in eine Raupe, es kommt ein Vogel und will euch fressen. Geratet ihr in Panik, verwandelt ihr euch in einen Menschen und dadurch habt ihr denn das Schicksal quasi ein Schnippchen geschlagen. So. Und so habt ihr halt immer die Sicherheit, dass ihr nicht sterben werdet. Das wollte ich euch jetzt präzise von dem Spiel zeigen. Erkundet euch das Spiel am besten wirklich für euch selbst. Mein Eindruck von dem, was ich bisher gespielt habe, ist es wirklich, auch hier will ich wieder den Vergleich zu Where's My Buddy hinzuziehen, wirklich ein großes, großes Schippchen draufgelegt. Das Spiel ist grafisch super. Ich mag wirklich diese Idee, indem man sich in andere Tiere verwandelt, die alle ihre Stärken und Schwächen haben, um das zu nutzen, um Rätsel zu lösen. Die Sound ist verbessert worden, stark verbessert worden. Auch hier ist natürlich wieder der Preispunkt 50 € ungefähr für, ne, glauben wir mal, einen Hersteller. 4 Stunden Spielzeit muss jeder für sich selber entscheiden. Ich bin sehr, sehr angetan von dem Spiel und feiere das stark ab und ich freue mich auch jetzt schon auf den zweiten Teil, wenn er erscheinen sollte. Die Grafiken, die ich da schon sehen durfte, sieht alles sehr, sehr geil aus. Also von mir wirklich eine klare Empfehlung, wenn ihr Bock habt auf ein neues Gameboy-Spiel, 50 €, ihr kriegt durchaus was Wertiges, kann ich euch wirklich nur empfehlen. Ansonsten vielen Dank, dass ihr reingeschaltet habt und ich wünsche euch ja noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt, ihr fantastischen Menschen. Macht's gut. Tschüss.